Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Also bei uns ist es noch morgens. Es ist 11:30 am Sonntag. Gestern war Deutschland gegen Schweden, was wir zum Glück durch ein großartiges Tor noch gewonnen haben. Ausnahmsweise regnet es gerade mal nicht, aber die Fußball-Challenge wird wohl ins Wasser fallen. Das heißt, die machen wir einen anderen Tag. Aber da ist uns was eingefallen. Ganz viele von euch haben nämlich immer geschrieben, könnt ihr mal eine 24-Stunden-Eingesperrt-Challenge machen? Das können wir natürlich und das haben wir nämlich auch noch gar nicht. Das ist uns dann nämlich eingefallen. Deswegen werden wir das heute machen. Wo die Kids oder wer überhaupt? Ob wir alle oder nur Lulu und Leon? Das frage ich jetzt gleich mal oben. Die sind nämlich oben am Spielen. Da gehe ich jetzt mal hin. Ihr seht den Vorspann. Denkt dran, Däumchen nach oben geben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt ein riesiges Eingesperrt in die Kommentare. Oder wenn ihr ein Emoji dazu findet, dann macht ein Knast-Emoji, Gefängnis-Emoji oder sowas. Jetzt in die Kommentare. Vorspann läuft und dann geht's Video los. Viel Spaß! Hallo! Oh. Schönen guten Morgen! Wie ihr seht, Lulu ist auch noch im Fußballfieber. Ich habe schon gesagt, dass heute Sonntag der Tag nach dem Spiel gegen Schweden ist, was wir ja zum Glück noch gewonnen haben. Deutschland hat gewonnen! Ja! 24 Stunden Eingesperrt-Challenge. Wollen wir die heute machen? Doch nicht eingesperrt. 24 Stunden in einem Zimmer. Ja, das ist doch wohl eingesperrt, oder? Ach, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wer ist eingesperrt? Nur ihr beide oder auch Mama und ich? Auch Mama und du. Und in welchem Zimmer? Hier. Aber einer muss frei sein. Nee. Da muss auch doch was bringen. Nee. Mutti, so geht das nicht. Einer muss frei sein. Okay, dann machen wir es also in Leons Zimmer und alle. Das heißt, ich würde sagen, wir haben jetzt, ihr seht es, 11.30 Uhr, 24.06. Sonntag, 11.31 Uhr. Wir machen ab jetzt 5 Minuten, dass jeder Sachen suchen kann, die er denn gerne hier hätte. 5 Minuten ab jetzt. Geh, lauf. 5 Minuten. Lauf. So, hier ist nicht mehr so ganz viel drin. Ich glaube, ich habe nie wieder Knete. Meinst du, die braucht sie? Wer möchtest du deine Knete? So, hast? Ich sehe, Mama kommt auch noch wieder. Ja, keiner von euch denkt ans Essen. Ach, das bisschen. Das bisschen, was wir essen, das können wir auch trinken. Ne? Meine Mikrowelle! Nee, eine Mikrowelle. Zum Essen! Brauchen wir nicht. Wir tragen bestimmt nicht die Mikrowelle hin. Wir machen nicht 24 Wochen, wir machen 24 Stunden. Mikrowelle. So, jetzt haben wir hier ein bisschen. Was können wir jetzt tun? Nee, relaxen und ein bisschen lesen. Ja, ich relaxe auch schon. Darf ich mal deine Knete benutzen? Die sieht so schön und danke sehr. Benutzt du die Knete? Ich bin schon fast bei dem letzten Kapitel. Dann gucke ich mir in der Zeit mal eure Kommentare an von dem heutigen Video. Aber was ein Glück, dass wir hier einen Fernseher haben, Leon. Ja, aber was ein Pech. Kein Fernsehprogramm. Dass kein Fernsehprogramm geht. Aber ich bin wir haben nur Filme. Bin ja clever. Da läuft ja... Leon hat ja meine alte Playstation hier stehen, da läuft ja Netflix und... Minecraft habe ich auch. Minecraft. Wir können eine Runde zocken, aber wir haben ja 24 Stunden Zeit. Ich gucke mir jetzt erstmal eure Kommentare an und werde die ein bisschen... Relaxen lassen. Beantworten, denn heute ist ja, wie gesagt, der Sonntag nach dem Schweden gegen Deutschland-Spiel. Da kamen aber 24 Schweden Stunden hat, bestimmt aber Glücksrad. Schweden hat auch eine coole Flagge. Schweden hat eine schöne Flagge, ja, aber zum Glück haben sie verloren gegen uns, ne? So, Uhrzeit passt jetzt. Was wollt ihr jetzt gucken? Nein, Ralph Wright. Warum auch nicht? Wir haben ja Zeit. Das Pferd springt hoch, das Pferd springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Ja, das können wir auch machen hier. Zack, erstmal schön aber Aktualisierung durchlaufen. Die Monster AG, das kennen wir ja. Die Monster Uni haben wir gesehen. Die Monster AG habt ihr noch nicht gesehen, glaube ich. Kennt ihr die Monster AG? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Die Monster Uni, aber die haben wir letztens nämlich geguckt, beziehungsweise die Kinder. Gnomeo und Julia. Ich glaube, das ist ein bisschen lustiger. So, wir gucken jetzt den Film. Das ist für euch natürlich ein bisschen langweilig, aber nach dem Film geht's weiter. So, und wie fühlst du dich so? Bist du noch am Relaxen? Ja, hab auch schon... Hey! Moin! Kleines Schläfchen gemacht. Oh, hab ich Baby Annabelle runtergeworfen? Ja. Ja, Entschuldigung. In ihrem Campingzelt. So. Und da also. Gnomeo und Julia jetzt. So, wir haben
Film ist vorbei, jetzt geht's aber los, weil wir wollen doch jetzt England gegen Panama gucken, oder nicht? Aber ich habe Durst. Ja, können wir ja. Aber England, wer gewinnt? England gegen Panama, eure Tipps? Lulu? 2-1 ist mein Tipp. Für England. Und ja. Als erstes Leon. Obwohl mir die wie heißt das eigentlich? Panama lesen. Wer gewinnt? England 3, das andere 1. 3-1 England. England 3, das andere 2. Ich sage 2-0 für England. Wer hat mir mein Wasser weggenommen? Ihr wisst es jetzt schon, wer gewonnen hat, wir noch nicht. Ich muss nämlich erstmal gucken, ob wir das hinkriegen. Das muss ich jetzt erstmal gerade schnell. Ich muss ZDF irgendwie auf die Playstation kriegen. Tja, Herrschaften, auf dem Fernseher geht's leider nicht. Aber England führt schon 2-0. Da gucken wir mal. Muss es ja so bleiben. Ich habe ja 2-0 getippt, glaube ich. Ne? So, England gewinnt 6-1. Was war das denn für ein Spielchen? Ne? Aber immerhin als Panama, als WM-Neuling, haben ihr erstes Tor geschossen. Das ist doch auch was. Ne? Und jetzt in der Zwischenzeit hat Lulu Spiele hier gefunden bei Leon. Und was ist das? Wie heißt das Spiel? Das ist Rudi. Das ist Rudi Reck, den kenne ich. Jetzt haben wir eine Runde den magischen, wie hieß es jetzt? Den magischen Zwergenwald gespielt. Jetzt können wir an Rudi Reck, könnt ihr euch bestimmt noch erinnern. Da haben wir schon mal ein Video von gemacht. Ich fang an, weil ich kenne das nicht. Ja, Rudi Reck ist ja einfach nur. Ja, du kennst ihn, Rudi. Den lassen wir ja einfach nur. Ich fang an, weil Rudi Reck. Wer die meisten Punkte hat, darum geht's ja hier auch. Er funktioniert doch. Oh, Leon. Ja, Papa schläft bald ein da hinten. Ich glaube, bis ich dran bin, kann ich hier noch... Er dreht sich doch noch ein bisschen. Leg dich doch eine Runde hin. Bis ich hier dran bin, dann kann ich... Nicht so gut? Neben dir sind auch ein paar Flips und Muffins noch. Ich konnte es ja damals auch schon nicht. Ich krieg den ja noch nicht mal hoch. Mach doch mal ein bisschen Anspruch. Nicht so schnell. Lulu, du musst aber auch gerade hin. Keine Ratschläge geben. Bei dir hat es auch nicht geklappt. Nun komm, zwei Versuche. Hatte Mama schon einen, ne? Ja. Ja? Einen hatte sie schon, ja. Los, Rudi! Du musst mit dem anderen Finger. Nicht so richtig. Mama, null aufschreiben, oder? Nein. Er war auf 100, ist leider nur wieder umgefallen. Ach, ja. Was ist denn da drin? Sehen wir dann. Nicht schon wieder null. Ja, ein Versuch noch. Papa. Nee. Und falls ihr euch wundert, wo Mama und Lulu sind, die sind gerade im Badezimmer, da darf man ja hingehen. Denn morgen ist Schule, das heißt, gleich geht's ins Bett. Wir haben gerade noch Japan-Senegal hier geguckt, habe ich auf dem Handy. Das 2:2, schönes Spiel. Und gleich geht's dann ins Bett. So, da sind die beiden schon wieder da. Die sind aus dem Badezimmer wiedergekommen. Was, auf welchem Bade was? Aus dem Badezimmer, habe ich gesagt. So, Rudi Reck, Leon und ich haben es gerade nochmal probiert. Leider haben wir auf Kamera keine Punkte. Leon ist der Einzige. So, und jetzt müssen wir gucken. Ja, ich laufe hier. So, hier. Wir müssen jetzt nämlich gucken, wie wir uns... Erstmal muss ich es jetzt natürlich dunkel machen. Ich laufe hier. Denn es ist ja noch so lang dunkel, aber wenn es in die Schule geht, ist ja immer 8 Uhr vorbei. Willst du auf dem Boden schlafen? Natürlich. Oh, okay. Sonst... Wo schläfst du? Ja, ich muss zu Mama mit ins Bett. Nee. So, weil... lege ich mich jetzt hier. Oder nicht? Habt ihr keine Decke? Achso, ihr habt ja einen Schlauch. Ja, ich bin
über deine Füße. Aber deine Beine sind ja da reingezogen. Nee, es ist ja nicht so kalt. So, leuchte mich mal an. Leuchte mich mal an. Ja, wohin denn? Papa, ich komm überhaupt nicht mehr hoch. Papa, ich bin tot. Warte, bleib da mal so liegen. Hab ein Kissen vergessen. Wir haben hier mein Kissen, aber nicht ich her. Ich hab hier eins. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Aber ich hab ein Kissen für dich. Oh, das war so schön am ja. Danke. Und ich brauch auch eins, weil sonst ist mein Genick kaputt. So. Und eine Decke habe ich auch. Beide. Nicht jeder darf die Decke klauen. Du klaust immer die Decke, höre ich morgens von Mama. Was? Das hat er mal gemacht. Seitdem habe ich meine eigene. Stimmt. So. Licht aus. Okay. Licht aus. So, also sagt alle gute Nacht. Leon sagt gute Nacht. Ach, was machst du jetzt noch? Nein, ich weiß wie. Weckerlampe aus. Sag gute Nacht. Man sieht nichts mehr jetzt. Gute Nacht. Nacht, Leute. Aufstehen. Aufstehen. Oh, Lulu. So. Wir müssen uns jetzt schnell. Wir können jetzt theoretisch wir müssen uns jetzt nach unten gehen. Wir müssen uns jetzt schnell fertig. Nee, wir haben ja in den Klamotten geschlafen. Oh. Die müssen wir uns jetzt schnell umziehen. Wir durften ja nicht unseren Schlafanzug holen. So ist es. Wir hatten das ja vergessen. Wir mussten ja so schlafen. Jetzt werden wir uns aber schnell fertig machen und dann geht's zur Schule, ne? Oh, das waren unsere 24 Stunden in Leons Zimmer. Jetzt, Also ehrlich gesagt bin ich froh, hier mal wieder rauszukommen. Wir machen uns jetzt fertig und dann gehen wir zur Schule. Also Leon. Du gehst auch zur Schule? Ja, ich muss ja wohl Leon zur Schule bringen, ne? Wir machen dann, ja. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Macht es gut. Ich will weiter schlafen. Das hat so gut getan. Nee, es ist aber viertel nach sieben. Wir müssen jetzt Vollgas machen. Jetzt müssen wir ein bisschen ranhalten. Ah, bis demnächst. Tschüss. Tschüsschen, darf ich die Tür aufmachen? Ja, jetzt dürfen wir ja raus. Tschüsschen. Boah, ich schwitze voll. Ich habe die ganze Zeit im Zimmer verbracht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss.